ich meine, das geht nicht. Nee, wirklich, das geht überhaupt nicht. Nee, noch 5 Tage. Und ich habe immer gesagt, bitte nicht. Ich habe immer gesagt, Frauentausch auf Kreuzfahrt, das lassen wir aus. Ja. Man muss doch nicht schließlich alles mitmachen. Ne? Wirklich, man muss nicht alles mitmachen, nur weil es Geld dafür gibt vom Fernsehen. Hm? Naja, ja, und weißt du wo, jetzt meine neue Frauke, die macht mich fertig. Furchtbar. Hätten die mich nicht zu einer vernünftigen tauschen können? Hm? Meine richtige Frau, die Ramona, die organisiert das ja immer alles für uns. Und jetzt eben Frauentausch auf Kreuzfahrt. Grauenhaft. Meine neue, die Frau, weißt du, was die morgens als erstes macht? Weißt du das? Hm? Die geht aufs Klo und setzt einen Haufen. Und dann raucht die eine. Ja, sag mal, Kunde, jeder Vernünftige würde doch erst eine rauchen. Nee, echt. Manchmal, da fragst du dich wirklich. Also. Ja. Aber weißt du was, wir schon alles mitgemacht haben? Ach ja, du. Vor 2 Monaten, da war ja Pro7 bei uns. Für zu Hause bei Hartz IV. Das ging überhaupt nicht. Nee, das ging gar nicht. Ist ja auch logisch. Ja? Weil 2 Wochen vorher war ja RTL 2 bei uns. Für zu Hause im Glück. Ja. Da hatten die uns ja gerade neue Möbel reingestellt und neue Teppiche verlegt. Und das sah ja nun nicht gerade aus wie zu Hause bei Hartz IV. Ja. Also haben die erstmal alles wieder umgeräumt. Die neuen Möbel wieder auf den Sperrmüll und alte Möbel reingestellt. Von einer Familie, wo die eigentlich drehen wollten, aber wo die Frau wiederum nicht so richtig Hartz IV aussah, wie sie jetzt vom Status her müsste. Das muss ja passen, na klar. Die neuen Teppiche haben sie dann aber liegen lassen. Da haben die vom Fernsehen improvisiert. Sind ja Profis, wissen ja, wie es geht. Ein paar Brandflecken drauf, bisschen Urin verschüttet. Nee, sah klasse aus. Doch, richtig wie zu Hause bei Hartz IV. Aber im Grunde kannst du das doch nicht machen mit den Leuten. Nee. Weißt du, was passiert ist? Kaum waren die alten Möbel wieder drin, haben die mich ersetzt. Ja, durch einen anderen. Die haben einen Typen für mich angeschleppt. Du glaubst es nicht. Und nur, weil ich nicht so aussehe, wie ich müsste, wenn du meine Ramona anguckst. Verstehst du? Naja, ja, es muss ja passen. Ja, klar. Ich meine, da hätten Ramona und ich ja auch schon mal früher drauf kommen können. Wir sind ja jetzt seit 22 Jahren verheiratet, aber wir haben es überhaupt nicht gemerkt. Nee. Erst bei zu Hause bei Hartz IV kam es raus. Im Grunde kannst du mich und Ramona öffentlich nicht zeigen. Nee. Das sieht aus furchtbar. Oh. Der Knaller war vor 1/2 Jahr. Da war der Peter Zwegert bei uns. Ja, von hier RTL, raus aus den Schulden. Wir hatten gar keine Schulden. Da hat der Zwegert gesagt, bitte, wenn Sie nicht wollen, ich kann auch wieder gehen. Also haben wir Schulden gemacht. Ja, damit er bleibt. Verstehst du? Er muss ja bleiben, damit wir wieder rauskommen aus den Schulden. Sinnlos. Wir haben die ganzen Kataloge rauf und runter bestellt und die vom Fernsehen haben geholfen. Die wissen ja, wie es geht, das sind ja Profis. Und kaum hatten wir die ganzen Schulden gemacht, geht die Kamera an und der Zwegert sagt, oh, das hätten Sie aber nicht alles bestellen dürfen. Das war aber unverantwortlich von Ihnen. Im Grunde kannst du das noch nicht machen mit den Leuten. Und jetzt muss ich ja auch noch bis, muss ja meine Ramona auch noch Kinder kriegen bis nächste Woche. Ja, 3 Stück. Ja. Sind ja nur noch 8 Tage bis zur Supernanny. Wo kriegt ihr die denn jetzt her? Die müssen ja auch richtig randalieren können. Ich bin ja nur froh, ich bin weg in der Zeit. Ja, ich wandere aus. Für die Auswanderer von Kabel 1. Nach Spanien. Ich kann gar kein Spanisch. Ich weiß nicht mal, wo Spanisch liegt. Aber da haben die vom Fernsehen gesagt, genau solche Typen suchen wir. Ja. Und nach 2 Monaten komme ich dann zurück in die Rückwanderer, wann der Traum vom Auswandern nicht geklappt hat. Ja, ich lasse mich da in Spanien abfilmen, während die Supernanny bei uns ist. Das musste die Ramona ja so legen, weil ich darf ja nicht in der Wohnung rumstehen. Verstehst du? Weil für die Supernanny ist die Ramona ja alleinerziehend. Ja. Ich darf dann nur meine Kinder alle 2 Wochen besuchen. Besoffen. Das kriege ich hin. Ja, da kann ich mich ja 4-mal richtig volllaufen lassen. Ja,
Ja, die Super Nanny ist ja 8 Wochen bei uns. 8 Wochen in 2 Drehtagen. Sinnlos. Im Grunde kannst du dem Fernsehen nichts mehr glauben.